Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreativliebe. Heute werden wieder die Plotterfreunde unter uns mit einem neuen Video glücklich gemacht, hoffentlich. Und zwar werden wir heute gravieren. Ich habe den Cricut Maker, mit dem kann man gravieren, also auf Metallplatten, auf Acryl, also auf verschiedenen Sachen kann man da eben Motive oder Schriften eingravieren, und das werden wir uns heute mal zusammen anschauen, wie das funktioniert. Und zwar zum Gravieren braucht ihr natürlich, ich habe es hier mal, ich gucke mal gerade eben, ob ihr das auch gut seht. Ja, gibt es hier so Acrylschlüsselanhänger. Und die sind 2,4 mm dick. Das ist auch anscheinend das Maximale, was der Cricut Maker schafft. Und die haben auch hier oben drauf so eine Schutzfolie. So sieht das ganze Paket aus. Also ich habe mir da welche bestellt auf Amazon. Und ja, da sind dann so Schlüsselketten dabei. Also zum Anhängen sind dabei dann so kleine, Pommels, die man da noch dranhängen kann, die Schlüsselanhänger, die Rohlinge an sich und noch so kleine O-Ringe quasi, die man hier dran bringen kann, um dann den Schlüsselanhänger zusammenzusetzen. Und wir werden das heute mal zusammen machen, von Schritt 1 bis zuletzt, und werden uns anschauen, wie das mit dem Cricut Maker funktioniert. Beim Cricut Maker gibt es einen speziellen Aufsatz dafür. Das ist einmal dieser hier. Das ist die Gravierspitze. Und jeder, der Fragen zu meinen Klingen hat, ich verlinke euch das oben nochmal. Und dann könnt ihr euch nochmal das Video anschauen mit den verschiedenen Messern und Werkzeugen, das ich bereits gemacht habe für die einzelnen Cricut-Maschinen. Also da geht es dann nicht nur um den Cricut Maker, sondern auch um den Joy und um die Explore-Serie. Also wir haben hier einmal die Nummer 41. Oh, ich habe mich angepinselt, sehe ich gerade. Die Nummer 41, und das ist die Gravierspitze. Was auch immer ganz wichtig ist, deswegen sage ich es jetzt und ich werde es auch später bestimmt nochmal sagen, diese Plastikschutzkappe, die müsst ihr, wenn ihr es einsetzt, in den Cricut Maker auch bitte drin lassen. Genau, und ich habe euch, ich habe schon mal eins vorbereitet. Jetzt hoffe ich nur, dass man das hier gut sieht. Ich komme mal zu euch hoch. Vielleicht kann ich es anders besser in die Kamera halten. So, also ich habe das hier jetzt schon mal vorbereitet. Das soll für meine Mama ein kleines Geschenk sein. Und ihr seht, ich habe da einen kleinen Spruch drauf gemacht. Und auf der Rückseite habe ich einfach mit Acrylfarbe. Da könnt ihr eine vom, also hier, ich habe hier eine vom Action, die habe ich jetzt benutzt. Die gibt es aber auch vom Teddy. Und versiegeln tut ihr das Ganze einen Moment. So, das hatte sich noch in der Schublade versteckt. Versiegeln könnt ihr das Ganze mit diesem Versiegler. Den gibt es in matt und in Gloss, also glänzend oder eben matt. Und das ist ein Versiegler, der transparent quasi hier aufgetragen wird, auf das, wo ihr eure Acrylfarbe aufgetragen habt. Und so löst sich das auch nicht mehr ab. Also, das ist mal eine Variante. Und wir werden heute, werde ich euch heute zeigen, wie ihr das hier vorne drauf macht. Als allererstes starten wir mit der richtigen Platzierung von diesem Tool oder von diesem Rohling auf der Strong Grip Matte. Also wir brauchen eine Strong Grip Matte, wir brauchen die Nummer 41, das ist die Gravierspitze, und müssen hier vorne drauf, ist so eine Schutzfolie, und die müssen wir einmal abziehen. So, und jetzt sieht das Ganze auch nicht mehr so milchig aus, und auf der Rückseite ist natürlich auch noch eine Schutzfolie, und die ziehen wir auch mal gerade eben ab. So, dann nehmen wir von der Strong Grip Matte die Schutzfolie runter
Und jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr es schon mal richtig platziert, das Ganze. Also wir haben hier unsere Matte und wenn ich das jetzt einfach hier oben anlege oder hier drüben anlege, dann kann ich nie genau bestimmen, ob das Ganze denn mittig ist oder ob es schief wird beim Gravieren. Und daher einen Tipp, hier in der Mitte findet ihr ein Kreuz. Und nach diesem Kreuz richten wir unser ganzes graviertes quasi aus oder was wir gravieren möchten. Und zwar gehen wir her und legen unseren Rohling bündig hier oder mittig an diesem Kreuz an. Dann könnt ihr noch mal kurz korrigieren. So, also ihr seht, ich habe das hier jetzt quasi hier bündig, oben und unten bündig. Und was ihr auch immer schauen könnt, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das seht. Ich versuche es euch mal ranzuholen. Hier ist ja nochmal ein Strich zu sehen, da wo ihr den Schlüsselanhänger aufhängt. Und wenn ihr da genau in der Mitte seid, dann ist euer Schlüsselanhänger sozusagen gerade ausgerichtet. So, da müssen wir es noch ein bisschen rüber machen, sehe ich gerade. So, und so habt ihr nämlich auch immer die Gewissheit, dass das, was ihr macht, auch wirklich gerade werdet. Ich werde es euch gleich am PC zeigen, wenn wir das Motiv zusammen erstellen, wie ihr das dann auch hinbekommt, dass es genau da liegt. Ihr nehmt euch jetzt so ein Malerkrepp, das hier ist von Action, das ist so ein Sensitive Masking Tape und ja, das funktioniert bei mir eigentlich immer ganz gut und klebt das jetzt nur an den äußersten Rand von eurem Rohling. Das sollte dann nicht dahin geklebt werden, wo auch graviert wird, sondern es sollte wirklich nur, ich halte es euch gleich nochmal in die Kamera, ganz, ganz am Rand stattfinden, das Ganze. So, und das macht ihr einfach an allen vier Seiten. So, dass das quasi hier vernünftig, na, das Haar gehört da nicht hin, dass das hier vernünftig fixiert ist. Schaut euch, dass ihr die Enden von eurem Masking Tape oder von eurem Kreppband oder was weiß auch immer hier gescheit festmacht, damit sich der Plotter dann zum Schluss nicht an irgendeinem Fitzelchen von diesem Krepp da verhaspelt. So, und dann haben wir jetzt schon mal unseren Rohling soweit vorbereitet und jetzt schauen wir uns einmal, was schauen wir uns denn an? Das Design Space schauen wir uns an und sehen uns gleich wieder. So, jetzt finden wir uns auch schon wieder im Design Space auf unserer Matte und gehen auf Formen. Bei den Formen fügen wir uns jetzt am Rohling entsprechend einen Kreis ein und den habe ich jetzt hier schon eingefügt und der ist 5,08 cm groß. Ich brauche ihn aber auf 5 cm. Also ich habe ausgemessen, er ist quasi 5 cm breit und 5 cm hoch. Genau, könnt ihr natürlich anpassen auf die verschiedenen Formen, die ihr eben habt als Rohlinge oder auch als Metallplatte oder sonst irgendwas. Dann fügen wir uns über das Textfeld einen Text hinzu. Heute mag mein Design Space irgendwie nicht so. Und schreiben da einfach den Text, den wir gerne hätten. Als kurzer Tipp, schreibt euch immer nur entweder einzelne Wörter oder einen Satz in eine Reihe, damit ihr das auch ordentlich anpassen könnt. Also würde ich hier jetzt den kompletten Text runterschreiben, würde ich mir sehr schwer tun. Der Grund, warum hier dieser Kasten angezeigt wird bei dem Glück, ist, weil die Schriftart kein Ü kennt und somit schreibt er mir das so hin. Ich habe aber jetzt die Schriftart in mein System geändert und passe jetzt oben die Größe auf 4 cm an. So, jetzt ist er mir einmal weggerutscht. Wir holen ihn einmal wieder runter und setzen ihn in den Kreis. Und so verfahren wir einfach jetzt weiter fort. Also, wir gehen wieder in ein Textfeld und geben jetzt hier Taufpatin ein. Das kommt natürlich sehr groß jetzt, macht aber nichts, weil wir verkleinern uns das Ganze wieder auf 4 cm. So, und holen uns das wieder einmal runter und setzen das in unseren Kreis rein.
Und dann machen wir das gleiche Spiel nochmal. Was heißt, wir fügen einen Text wieder ein und schreiben, was wir möchten und verkleinern uns das wieder auf 4 cm. Warum 4 cm? Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich mir einen Zentimeter Spiel gelassen habe quasi. Und jetzt habe ich das hier oben ein bisschen verstellt. Das wird mir aber dann zum Schluss Gott sei Dank noch auffallen. Genau, also weil wir immer ein bisschen ja ein Spiel zum Rand haben möchten, dass wenn wir es doch verbummeln, dass es nicht ganz mittig ist, dass wir es nochmal ein bisschen ausgleichen können. So, und jetzt gehen wir her und ja, der Kreis, den brauchen wir im Grunde nicht mehr. Wir lassen ihn jetzt einmal zum Zentrieren nochmal drauf, markieren uns einmal alles und gehen oben auf das Feld ausrichten und horizontal zentrieren. Das heißt, die Schriftart sowie, also die Schrift sowie der Kreis sind jetzt quasi zentriert und jetzt kann ich hingehen und kann mir auch schon meinen Kreis löschen. Jetzt markiere ich mir einmal alles und gehe auf Gravureinstellung, dass es mir nicht schneiden soll, sondern gravieren soll. Und das war jetzt der Moment, wo mir aufgefallen war, dass das einfach zu groß ist und ich habe es nochmal angepasst. Genau, also da unten haben wir die 4, irgendwas und das ändern wir aber nochmal auf 4. Markieren uns nochmal alles und zentrieren es wieder horizontal. Also wie gesagt, wenn es euch noch auffällt, ist es super. Dann könnt ihr es nochmal anpassen, dann ist auch nichts Schlimmes passiert. Dann könnt ihr euer Werk markieren. Das soll natürlich alles zusammenbleiben und geht auf Verbinden. Wenn ihr das nicht machen würdet, würde er euch alles verwurschtelt auf die Matte schmeißen. Deswegen ist es immer wichtig, dass wir auf Verbinden gehen. Dann gehen wir auf Herstellen und dann haben wir es auch schon auf unserer Matte platziert. So, jetzt ist es ganz links oben in der Matte, auf der Matte und da wollen wir es natürlich nicht haben, weil da können wir es nicht genau ausrichten. Also wir brauchen eine Ausrichtung. Ich habe euch vorhin auf der Matte gezeigt, dass sich die Mitte bei 6 Inch und 6 Inch trifft. Und genau auf dieser Mitte richten wir jetzt unser Werk aus. Also oben und unten genauso viel Platz und links und rechts natürlich genauso viel Platz. Und dann dürfte das Werk mittig platziert sein. Also immer schauen bei 6 Inch hoch und runter, ob das da mittig ist. Dann gehen wir auf Weiter und jetzt verbindet er sich mit unserem Plotter. So, und dann sind wir auch schon da, wo wir sein wollen, nämlich bei der Materialeinstellung. Da könnt ihr natürlich Materialien nehmen, die ihr wollt. Ich gehe jetzt hier auf alle Materialien durchstöbern und gebe oben Acryl ein. Wenn ihr natürlich ein anderes Material habt, könnt ihr natürlich auch anderes Material eingeben. Bei mir war es jetzt Acryl, 2 mm dick. Ich habe jetzt insgesamt 2,4 mm, das macht aber gar nichts. Wir bleiben beim Standarddruck und legen uns die Gravierspitze 41 und unseren Maker ein. So, willkommen zurück an meinem Maker. Ich habe jetzt einmal die Gravierspitze eingezogen. Es wackelt jetzt vielleicht etwas vom Bild, aber ich wollte es euch mal in nah zeigen. Und zwar lasst ihr diese Schutzkappe unbedingt drauf. Das ist ein Schutz sowohl für euer Gerät, wie auch für eure Klinge oder euren Aufsatz. Und jetzt geht ihr her und packt einmal die Matte hier rein mit eurem Werk zentriert ausgerichtet und lasst das einmal nach. Genau, also das kann passieren. Jetzt hat das nicht genau eingezogen. Wir schieben es nochmal raus. Da muss immer mit etwas ja, Nachdruck gearbeitet werden. So, jetzt aber. Genau. Also, haben es jetzt einziehen lassen und ihr könnt auch nochmal schauen, hier drüben diese kleinen, diese Führung, also diese hier meine ich, da könnt ihr mal gucken, ob das dann zentriert, weil das ist ein klein bisschen Spiel mit drin, ob das zentriert ausgerichtet ist. Und diese kleinen weißen Rädchen hier auf der Seite, oder die ihr normalerweise hier entlang findet, die
dürft ihr einmal zur Seite packen, sonst kann euer Maker quasi nicht diesen Rohling einziehen. Und jetzt drücken wir auch schon auf Start. Hallo, zurück vom Maker. Ich habe das Ganze jetzt einmal rausgeholt und wir werden jetzt einmal das nicht doppelseitige Klebeband, sondern das Malertape werden wir einmal runternehmen. So. Und bevor ihr das Ganze jetzt abnehmt, nehmt euch nochmal einen Streifen von diesem Tape und geht wirklich hier nochmal drüber und zieht euch die Reste sozusagen ab. Also ich hoffe, man kann das hier erkennen. Also da hängt einiges dran. Und ich nehme hier nochmal ein Stückchen und gehe hier einfach drüber. Das ist gerade wichtig bei Metall, also wenn ihr irgendwelche Edelstahlplatten oder sowas graviert, da sind dann ganz spitze Metallsplitter sozusagen unterwegs und das ist natürlich nicht gut, wenn ihr das auf eure Finger bekommt oder euch da verletzt. Also da immer dran denken, das nochmal zu machen. Und jetzt, ich lege es mal auf schwarzen Untergrund, sind wir auch schon fertig. Und ihr seht, das ist schön mittig zentriert. Hier sind jetzt noch ein paar Späne. Die könnt ihr aber einfach mit einem Babyfeuchttuch einmal drüber wischen, um so diese letzten Spänchen zu beseitigen. Macht es einmal gerade trocken. So, und jetzt sieht man im Grunde, wie schön er graviert hat und wie deutlich das alles dargestellt ist. Und da könnt ihr jetzt natürlich hingehen und könnt, genauso wie ich das gemacht habe, hinten noch Acrylfarbe draufbringen und das Ganze versiegeln. Und dann könnt ihr auch schon anfangen, hier den Schlüsselring zusammen oder den Anhänger zusammenzubauen. Das machen wir jetzt einmal gerade zusammen, damit ihr seht, wie sowas funktioniert. Und zwar, ihr braucht einen von diesen Metallringen. So, die hängen alle wunderbar toll zusammen. Dann einen von den Schlüsselanhängern. Und wenn ihr denn möchtet, ein Gebimsel eurer Wahl. So, ich komme noch mal hoch. Also das hier ist dieser Ring quasi, der ist hier offen. Und dann nehmt ihr euch am besten eine Zange oder zwei Zangen. Ich habe hier einmal so eine runde und einmal eine bisschen breitere Zange. Also die beiden hier. Und gebt einmal diesen Ring durch euren Schlüsselanhänger durch. Hängt das Gebimsel dran. Ups. Ich glaube, ich mache es am Anfang doch mit den Fingern. Also, Ring da durch, Gebimsel dran, wenn ihr denn möchtet. Und dann den Schlüsselanhänger hier durch. Und dann nehmt ihr euch eine Zange und dreht das hier einmal zu. So, und ich habe es jetzt mal ohne Gebimsel gemacht. Meine Mama mag immer nicht so gerne Gebimsel. Und schon habt ihr quasi euren Schlüsselanhänger fertig. Ja, und
Heute ein etwas chaotisches Video, aber es macht ja gar nichts. Das Grundprinzip, worum es geht, glaube ich, konnte ich euch erklären. Dann war es das für heute auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr dürft mir gerne Kommentare dalassen, ob es euch gefallen hat und ob es euch weitergeholfen hat. Oder wenn ihr Probleme habt, dürft ihr mir natürlich davon immer berichten und ich versuche euch dann auch zu helfen. Und ja, dann wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann dürft ihr mir gerne ein Abo dalassen. Bis dann!